schnell. Natürlich hocken wir uns auch da dran und entfachen den ganzen Kram ordentlich. Und jetzt können wir auch Zucker 88 Bescheid sagen, dass wir da sind. Da können wir hier noch ein bisschen Action haben. Ich weiß noch nicht genau. Einfachen. Ah, eine Menschlichkeit werde ich wohl noch essen müssen, bevor ich hier weitermachen kann. So, bevor ich das auf maximale Stärke oben habe. Sieht jetzt natürlich ein bisschen bekloppt aus mit diesem Hut. Aber wenn man so bekloppt ist wie ich und natürlich die Hälfte vergisst, was will man machen? Ja? So ist es dann halt im Leben. Ja? Man kann halt nicht alles so, wie man es gerne hätte. Geht halt oft nicht. So, die futtern wir mal schnell. So. Hier looten wir schon mal. Seelekrieger. So, das ist ein Gebiet. Ja, gibt es zwei, drei Dinge, die man verpassen kann. Sollte man aufpassen. Und zwar auch eine große Glut. Und zwar die riesengroße. Für Feuer. Ich check nochmal, ob das hier stimmt mit meinem Feuerding hier. Ja, sieht gut aus. Die Flakons pushen hoch. Und zwar kann man hier diese Glut verpassen. Das zeige ich euch, wie man die erreicht. Das ist auch nicht so schwer, wenn man das jetzt hier im Koop macht. Im Prinzip ist das jetzt, was ich hier mache. Rufsymbol da. Och, da ist er schon. Das ist auch immer wieder das, was ich meine. Ne? Sobald man einmal es geschafft hat, zusammen zu zocken. Ja, und dann nicht das Spiel verlässt, ja, dann geht das normalerweise ruckzuck. Also man ist dann irgendwie in ein und derselben Lobby, ne, und dann passt das auch eigentlich direkt. Ne. Und da das Feuerchen schon ausgegangen ist, bin ich guter Dinge, dass er kommt. Da ist er. So, nicht wundern, ich sehe ein bisschen bescheuert aus. Okay. Wir machen uns jetzt hier gemeinschaftlich auf den Weg. Um diese Capra-Demons und so, die kann man eigentlich stehen lassen. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Ich guck mal hier links und rechts, was man hier so looten kann. Ja, die Jungs, die sind auch immer ganz witzig. Die speien Feuer. Aber bei der Masse, was wir hier haben an Power, ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Wo ist er? Ah, hat sich ein bisschen schwerer angezogen. Gute Klamotten sind immer wichtig. Wir werden uns jetzt erstmal die eine Glut holen, von der ich geredet habe. Natürlich hat man hier nochmal ein paar Gegner. Da vorne hat man schon gesehen, da ist ein schicker, netter Taurus. Da kommt er. Das kann immer sehr, sehr spannend werden. Hoppala. So, der Wurm da, der ist auch ein bisschen anstrengend. Wir holen uns aber erstmal den linken Tauren, würde ich sagen, oder? Ne, will er nicht. Na gut, dann gehen wir halt hoch. Vorsicht, geh hoch. Hoch, hoch, hoch. Dann zeige ich euch, hier hinten gibt es natürlich auch noch das eine oder andere zu holen. Das ist das Schöne an der Claymore. Lebt mein gutes Phantom noch. So, den da, den kann man auch immer mit einer Sprungattacke schnell um die Kurve bringen, dann ist das kein Ding. Zucker, ich will noch die Glut holen. Ach so, ja, das ist immer blöd, ne? Der hört mich nicht. Dann sage ich es ihm schnell, damit er es weiß. Weil so schnell wollen wir das Gebiet natürlich nicht beenden, ne? Okay. So, die Glut, wenn mich nicht alles täuscht, ja, dann geht die hier lang. Wo ist er? Gute. Das ist auch noch so ein Fettsack, den müssen wir aber von oben wahrscheinlich am besten ein bisschen auf die Schnauze geben. Und zwar von hier. Ich glaube, hier gibt es keine Überraschung. Ich guck mal, wo er ist. Da ist er. Oh. Ah, bleib hier! Saftsack. Sehr gut, also es war auch so eine Sprungattacke. Da kann man die hier relativ locker kontrollieren, das ist überhaupt kein Problem. Ja. So, da hinten ist der nächste. Den kann man jetzt natürlich wahrscheinlich nicht mehr so leicht mit Sprungattacke machen.
Deswegen vielleicht hier doch, also vielleicht mal einfach mal das Schild mal rausholen, mal 5 gerade sein lassen. Man kann ja auch vielleicht mal eine Runde Feuer auspacken. So, dann war's das schon. Ist erstaunlich. Momentan fühle ich mich eigentlich relativ gut, weil ich glaube, dieses Gebiet habe ich auch halt einfach auch mal gerne gemacht immer. Naja, jetzt kommen die wieder runter. Nee, Quatsch. Schade ist nur, dass man die Jungs natürlich, dass ich halt jetzt nicht mehr so viel Feuerattacken habe. Ne? Früher war das halt irgendwie bei Demon's Souls, war das irgendwie cooler, fand ich. Ich weiß auch nicht. From Software. Doppelt. Vorne und hinten. Jetzt bloß aufpassen. Hochheilen. So. Wow. Fast runtergeflogen. Ja, ein bisschen Zauber, warum nicht? Ich hätte natürlich jetzt auch Pfeil und Bogen anziehen können. War ich jetzt einfach ein bisschen zu faul. Was wirft der mir noch ab? Nichts mehr. Okay, hier haben wir die Kiste. Irgendwas Mimisches? Nö, gell? Nö. Okay. Da haben wir sie, die Flammenglut. Die können wir später, können wir uns unsere Feuerwaffe aufwerten, die Hellbarde. Ja, das werden wir auch tun. Das sind übrigens alles notwendige Dinge, um auch die ganzen Waffentrophäen zu erreichen. Ne? Brauchen wir einfach. So, jetzt machen wir das erste Bösschen. Dann werde ich euch noch zeigen, wie der Shortcut funktioniert nach Lost Islet. Brauche ich dann eigentlich mal eine Pause oder zerrocke ich das einfach durch hier? Wenn der Zucker gerade Zeit hat und auch gerade hier rumhängt, ist das natürlich immer ganz praktisch. So, da oben gibt es auf jeden Fall einen Boss. Das ist, ja, so eine Art kleine Wiederholung. Den kennen wir schon. Das da unten gucken wir uns an, wenn wir das hinter uns haben. Deswegen machen wir jetzt erstmal den Boss. Flamme ist eigentlich Quatsch, Götterzorn, keine Ahnung, könnte mir vielleicht ein bisschen helfen. Schauen wir mal, gehen wir einfach durch. Gute. Also ihr erkennt schon. Oh! Ich mein, man kann natürlich völlig todesmutig da jetzt hinlaufen, das ist klar. So. Das mal ein bisschen anders. Also im Prinzip ist es eine Art Boss, den man ja schon ein paar Mal hatte. Achtung, Arschbombe. Blocken. Noch ein. Uah, hör bloß auf jetzt. Ja. Nein. Ach, im Arsch hängen geblieben. Einmal lieber eine Runde. So. Ja, die Explosion. Also, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Ding. Das soll man eigentlich viel besser hinter ihm stehen. Mit Magie ist da eigentlich relativ leicht zu kontrollieren. Scheil nochmal. Weil, ich meine, es ist ja. Man soll ja mit Heilung hier nicht geizen. Man hat's ja. So, tschüss, mein Freund. Vielen Dank an Zucker. Das hat wieder alles super geklappt. Das gefällt mir sehr gut. So. Der legt mir auch noch was ab. Dämonenbeschleuniger und Menschlichkeit. Der Dämonenbeschleuniger, der ist auf jeden Fall eine Sache für uns, die wir brauchen Richtung Trophäe. So, jetzt kann man sich hier nochmal am nächsten Bonfire sortieren. Man kann aber auch hier eine Art kleinen Shortcut freimachen. Hier gibt es nur die. Die sind eigentlich mit einem Schuss erledigt. Da haben wir Power genug. Wir kraxeln mal hier hoch. Ich finde, die Gegend ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Die hat so ein bisschen was von Resident Evil. Die hat ein bisschen was von Uncharted irgendwie. Keine Ahnung, das sind so Settings, die gefallen mir irgendwie. Ja, sind ganz nett und schick gemacht. Das ist irgendwie ganz witzig. Ja, so.
Dahin gibt es noch ein schönes Item. Mach Platz, Schnucki. So, Seele des Ritters. Hätten wir auch erreicht. So, und hier haben wir jetzt einen schicken Kreisel. Und das finde ich fantastisch wieder mal irgendwie am Level-Design. Wenn man sich da jetzt auf die Mitte dran stellt, ja, dann kommt man nämlich ganz hoch. Shut up, Hank. I show you. Zur Quelax-Sphäre. Ja, quasi einmal rein hochportiert. Ja, das ist ganz praktisch. Jetzt können wir auf jeden Fall unsere Seelen schon mal verplempern, die wir hier gesammelt haben. Und zwar habe ich ja sogar noch hier ein bisschen was Seele-Krieger. Ich meine, das wird mir jetzt nicht die, wie viel waren es? 45.000 ermöglichen, glaube ich. Wenn doch, dann bin ich überglücklich. Dann könnte ich auch endlich mal diesen Eierschädel absetzen. Schauen wir mal, das sieht eigentlich doch ganz praktisch aus. Oder waren es 55.000? Wir gucken nochmal rein. Gegenstand kaufen. Das nicht. Jetzt bloß nichts verschwenden. Na super, hä? Giftnebel und toxischer Nebel. So, war am Anfang ein bisschen ungeschickt von mir. Ja, ist aber halb so wild. Wir haben das Ding gelöst. Ja, das heißt, wir gehen jetzt zum nächsten Bonfire. Wir fragen mal, Zuckerbar weitermachen will. So, das heißt, da ich das jetzt gekauft habe, also hier, das ist erledigt. Hier kann man nichts mehr machen. Ja, das heißt, wir holen uns mal... Ne, das können wir direkt auswählen. Wir holen uns mal den Eibeseitiger rein. Liegt schon am Bonfire. Der Mann ist ja Weltklasse. Okay, so. Maske des Sprösslings aufsetzen. Was ich aber noch machen wollte, ist auf jeden Fall mich nochmal alles heilen. Das heißt... Rüstung, Ausrüstung reparieren. So, wenn schon, denn schon. Okay, so, zum nächsten Bonfire. So, dazu kann man jetzt, muss man natürlich nicht den ganzen Weg rumlaufen. Man kann jetzt hier wieder runter. Dieser Shortcut hat übrigens nichts mit Menschlichkeit oder sonst was zu tun. Das ist nicht der, den ich meine. Ja? Das Einzige, womit der was zu tun hat, ja, ist einfach nur, wenn man diesen Boss gelegt hat, dann hat man das im Zugriff hier. So, jetzt kann man das aber hier ein bisschen abkürzen, indem man hier runter... Ne, Moment. Ne, nicht da, andersrum. Man muss hier nicht wieder alles hin und her latschen. Und zwar ging es hier irgendwie ein paar Stufen runter. Nein, bin ich bescheuert? Ja, bin ich bescheuert? Moment. Da nicht, da nicht. Doch hier. Klar, der hört doch die Treppe auf. Da geht's runter. So, da war unser, also das ist unser Boss-Gebiet hier. Hier gehen wir jetzt durch wieder. Den haben wir vorhin hier gelegt, haben wir gemacht. Jetzt gehen wir zum nächsten Bonfire. Aktivieren das schnell. Da ich mit Sicherheit das Bonfire nicht hochgepusht habe, futtern wir jetzt mal unsere Menschlichkeit. Und ich habe das ganz dringende Bedürfnis, endlich mal aufs Klo zu gehen, aber wenn unser guter Freund hier noch mit dabei ist, dann nutzen wir diese Chance noch. So, da unten ist der nächste Boss. Das, was uns hier erwartet, ist nichts Extremes, nichts Weltbewegendes. Von dem erhoffen wir uns ganz einfach nur, dass wir einen Ring kriegen. Ich sehe ja schon sein Zeichen. Mit dem Ring können wir uns dann die Chaosglut holen. Das werden wir dann auch noch irgendwann mal machen, ganz entspannt. Also momentan geht es wirklich recht schnell vorwärts, was eine schöne Sache ist. Es gibt aber nur eins, was mich ein bisschen beunruhigt, und das ist die Tatsache, dass ich die Solaire-Quest bis heute nicht richtig kapiert habe. Also die werde ich mir vielleicht dann echt endlich nochmal durchlesen, damit das auch gut funktioniert. So, Zucker, sehr gut, da ist er. Hammer. Ich werde später nochmal hier rumlaufen und einfach nochmal ein paar Sachen abgrasen und mitnehmen. Ja, hier liegen nämlich noch ein paar Items rum, die aber nicht wirklich tolle sind. Das heißt, vielleicht mache ich einfach nachher noch eine kleine
eine kleine Farmquest, beziehungsweise ein kleines Farmvideo, wo ich euch einfach, wo ihr mich begleiten könnt, wo ich dann rumlaufe. So, da ist der Zucker wieder. Ja, und auch wieder hier, ne? Also fantastisch. Ne? Sobald man es wirklich einmal drin hat, ja, dann geht das alles wie am Schnürchen. Das ist kein Problem. So, hier ein bisschen aufpassen, nicht runterfallen. Wir gehen direkt zum Boss. Hier kriegt man auch gerne mal die ein oder andere Invasion. Wobei seitdem, sag ich mal, die Burg mehr oder weniger offizielles PvP-Gebiet ist. Ja. Den nehme ich mir mal mit. Weil wenn der es überlebt, kriege ich auf jeden Fall so eine Medaille. Und die will ich mir doch auf jeden Fall behalten. Ich zweifle stark dran, dass der das überlebt. Ja. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. Schauen wir mal, ich lasse mich überraschen. Okay. Viel Spaß beim nächsten Boss. So, Trick 17 ist hier eigentlich. Hier aus der Sparte hat man eigentlich überhaupt keine Chance. Deswegen läuft man hier rüber. Und springt hier einmal durch. Hier kann ich noch schnell was looten. Und dann wartet man eigentlich, dass er hierher kommt. Das ist eigentlich das Gebiet, wo man ihn bekämpfen sollte. Solaire ist halt leider immer so bescheuert und kämpft da hinten. Das ist manchmal ein bisschen traurig. Vielleicht schafft das auch doch mal hierher zu kommen. Komm her, Schnucki. Weil wenn er es überlebt, wäre es mir schon ganz recht. So, jetzt braucht man hier eigentlich nur zu warten. Der Bengel, der feuert jetzt ab und zu mal ein paar Sachen hierher. Das ist aber ja, relativ locker. Man braucht eigentlich nur zu warten, dass er jetzt hier rüberkommt. So. Ja, die Pranke, die packt halt manchmal aus. Wir warten, bis er hier bei uns ist. Weil hier haben wir keinen Stress mit der Lava. Hier können wir den ganz entspannt machen. Na, lass ihn rüberkommen, Leute. Na, kommt. Zucker, Zucker. Zucker, Zucker, komm rüber. Da hinten kann ich dich nicht ständig hochheilen. Lass ihn doch herkommen. Komm her. Zucker. So, auf jeden Fall den verkohlten Ring, den hätten wir schon mal. Warum bekämpft ihr die denn in der Lava? Ich kann in der Lava nichts machen. Ich kann euch nur zugucken. Also ich lege den Ring jetzt nicht an. Nachher bin ich im Menü und vergeigt den ganzen Kram. Ihr, ich bin mir sicher, ihr macht das schon. Wie gesagt, Job des Hostes ist es ohnehin, seine Phantome bei Laune zu behalten, sie am Leben zu halten. Ja, warum ich den Ring gekriegt habe, weil er ihm halt eben den Schweif abgeschlagen hat, das haben wir gesehen. Ich könnte ihn jetzt auch anlegen, den Ring, aber eigentlich kämpft man hier wo ich bin. Ja, weiß nicht, warum die zwei da jetzt in der Lava rumtouren, aber gut, soll mir wurscht sein, vielen Dank. Zucker wird mit Sicherheit diesen Ring schon haben. So, das Geile ist, dass ich jetzt noch eine Sonnenlichtmedaille kriege. Das finde ich total cool. Ja. Dann habe ich jetzt schon derer 6, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können mal kurz gucken. 6, genau. Und 10 brauche ich. Also die anderen 4, die kriegen wir auch noch irgendwie hergefarmt. Ja, das sollte auch kein Problem sein. So, nichtsdestotrotz, auch wenn es hier alles total cool war und Spaß gemacht hat, würde ich jetzt doch gerne eine Pause machen. Die werde ich mir jetzt auch gönnen. Das heißt, ich mache hier erstmal den Rückkehrer, bevor ich weiterlaufe, weil da hinten werde ich mir dann auf jeden Fall noch 2-3 Sachen angucken, bevor es weitergeht. Ich sag, ihr macht am besten auch alle mal eine Pause. Angucken ist auch anstrengend genug. Euer Gloomhaut, bis später. Ciao.